Meine Lieben, schön, dass ihr reinschaltet auf meinem Kanal. Heute Dragon's Dogma 2. Es ist soweit, die besten Tipps und Tricks zu dem Start für dein Abenteuer hier auf dem Kanal. Bleibt mit Liebe dabei. Ihr kennt meinen Wert. Hier wird nämlich Daddy. Wir zusammen sind heavy. Also, mehrere verschiedene Materialien kombinieren, um einen neuen Gegenstand herzustellen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel, wir nehmen diesen Grünlauch und sagen dann Apfel und dann können wir einmal kombinieren und machen dann an den Arzneitrank einen Heiltrank sozusagen. Boom, Chakalaka. So. Auch nicht vergessen, solltet auf jeden Fall auch nicht scheuen, gerne mal zurückzulaufen. The Arisen has chosen to fill our ranks with women. Mit Frauen, ja. Ich bin and mit Frauen unterwegs. No two of us are the same. Mädels, könnt ihr kurz ruhig sein? Ich wollte hier ein Video machen. Vielen Dank dafür, ja. Schaut euch überall um. Wir sind jetzt hier nochmal zum Dorf zurückgelaufen. Wir sind erst ein bisschen nach unten gelaufen. Und es ergeben sich immer wieder neue Quests. Zum Beispiel hier kurz hinter dem Dorf könnt ihr viele Materialien sammeln. Es habt sowas einfach im Hinterkopf. Und es gibt kein... Das ist es. Und da, wenn die Gebiete zu stark werden, lauft doch mal zurück. Was ihr auch nicht machen solltet, ist mit gezogener Waffe irgendwie ins Dorf laufen. Das finden die Leute nämlich auch gar nicht gut. Nämlich das hat auch immer Konsequenzen und kann scheiße werden. Also auf jeden Fall die Vasallen beim Riftstein sollte man mitnehmen. Kann ich jedem nur empfehlen. Dafür geht ihr zu diesem Stein. Ich zeige euch das nochmal. We're running low on everything. From provisions to crafting materials for weapons and armor. We've had a hard time procuring goods, what with all the monsters. I sent Marcus to gather what we need, but I've just taken stock and what say you? Could I trouble you to run an errand for me? You'll be paid, und das ist ja auch das Geile an Dragon's Dogma. Es ist nicht einfach so mit so einem Ausrufezeichen, sondern dass ihr mit den Leuten sprechen müsst oder da und sich dann Quests ergeben. Also ihr werdet nicht die ganze Zeit nur in der Hand genommen, sondern ihr müsst wirklich interagieren und aufpassen und auch lesen. Es ist super wichtig zu lesen und sich Zeit zu nehmen. Wer jetzt einfach nur so durchbrushen will, für den ist das Spiel auf jeden Fall nichts. Denn wenn man den Stein berührt, kommt man in diese Riftwelt und in dieser Riftwelt kann man dann verschiedene NPCs nochmal sozusagen sich holen, mit denen sprechen. A grand adventure awaits us. I just know it. Und da sieht man dann auch, was die können, was die, wie die Erfahrungen sind, wie die Werte sind, wie die spielen, Rasse und so weiter und zum Beispiel von wem das ist, ja. Wer da auf jeden Fall Bock drauf hat, unten den Link in der Beschreibung. Bei mir mein Vasalle, mein persönlicher Vasalle, wir fangen ja jetzt gerade an, aber wer da Bock drauf hat, ist Vivian. Ja, das ist diese junge Dame hier. If I learn of a matter that requires your attention, I shall inform you directly. Die könnt ihr auf jeden Fall rekrutieren. Und hier könnt ihr dann einen Auftrag festlegen, zum Beispiel wie lange oder da und was ihr für eine Belohnung für den anderen Spieler bekommt, wenn der das durchzieht mit euren Vasallen. Na, auch nochmal wichtig. Erwähnt so ab. Banales, dummes Beispiel noch. Wir sind ein bisschen rumgelaufen, auch hinterm Dorf. Und da bin ich kurz um die Ecke auf so einen Hügel. Und da war dann wirklich den Typ, den wir auch mit der Versorgungsnotiz, also eine Sidequest. Und ich hatte das gar nicht auf dem Schirm und wäre jetzt wirklich so normal gelaufen wie ein normalen Rollenspiel. Dann wäre ich dran vorbeigelaufen. Spielt das Spiel wirklich anders, offen, mit offenen Augen? Wichtig, nicht die Scheuklappen davor, sonst passt ihr da auf jeden Fall was. Interessant ist dann auch das System, wie ihr Gegenstände dann abliefern müsst bei Quest, wenn ihr die Sachen gesammelt habt, wie ich jetzt in dem Fall, wir haben das jetzt natürlich ein bisschen schneller gemacht, ihr sollt natürlich selber suchen, müsst ihr immer oben draufklicken und dann die jeweiligen Sachen, die die Leute haben wollen, auswählen. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Und Tränke brauen habt ihr ja schon gesehen mit dem Kombinieren, das hatten wir am Anfang so ein bisschen, dann seid ihr auf jeden Fall vorbereitet. Ihr müsst das alles einzeln anklicken und könnt dann erst Lieferungen drücken, dann habt ihr alles, dann könnt ihr die Quest abschließen. Oh, New York, I count on you. Vielen lieben Dank, Bro. Corisander, Alter. Liebe geht raus. Gerade mitten im YouTube-Video. Ich lasse das mit drin. Danke dir, Bruder, Alter. Sehr, sehr lieb von dir. Das aber schon etwas her? Nee, echt? Das kam jetzt gerade. Jetzt gerade kam das. Alter, habe ich nicht vergessen. Liebe geht raus. Maschine, der Typ, Alter. Ja, Bagio, du bist auch bald dran. Sagt mal hallo YouTube, ihr beiden. Genau, das hatte ich auch schon gesehen. Das ist, wenn ihr habt jetzt zum Beispiel Zeit. Das ist jetzt nie so, dass ihr richtig krass unter Zeitdruck seid. Aber als Beispiel, ihr sollt irgendwie einen General befreien oder irgendwas. Und ihr spielt jetzt 10 Stunden lang was anderes, ja? Dann ist das so, dass der dann wirklich stirbt. Und das hat dann auch Auswirkungen, Konsequenzen für die gesamte Welt.
Also da wirklich dann auch nur Quests annehmen oder machen, die ihr auch so findet. Was ich euch auch nicht empfehlen kann, was ich jetzt auch gehört habe, ist nicht am Anfang zum Beispiel mit per Anhalter oder mit den Ochsenkarren irgendwo hinfahren, weil die können auch überfallen werden und wenn ihr jetzt so wie ich jetzt gerade startet und ihr habt nichts, dann kriegt ihr richtig mies auf den Deckel, dann sterben alle eure Vasallen. Also das Spiel ist schon ein bisschen knackiger. Man sollte sich wirklich Gedanken machen, genauso wie auch mit dem Speichern. Ja? Das geht dann nur im Rasthaus. Und auch im Rasthaus, was ihr da eben gesehen habt, nur dort könnt ihr, ich zeige euch das jetzt nochmal. Also sind schon ein paar Sachen auf jeden Fall dabei. Ich zeige es euch jetzt nochmal. Wir gehen jetzt noch einmal kurz in so den kleinen Typen. Das sind alles so Basics, die kriegt ihr alle mit, aber so habt ihr das schon mal gesehen. If you're looking for lodgings, and ist die Laufbahn-Gilde ist am Anfang. Halt eure Klasse, Bogenschütze, Magier, Dieb und Kämpfer. Und wer jetzt diese krassen Sachen haben möchte mit Telepathie und so weiter, Krieger, Klingenmeister, der zum Beispiel, das wird freigeschaltet. Da gibt es dann verschiedene Bosse, verschiedene Wege, verschiedene Quests, die ihr machen müsst, um das Ganze freizuschalten. Und zum Beispiel diese Hauptfähigkeit, wo man dann alle Waffen, dieser Kriegsmeister, wo man alles machen kann, der wird wahrscheinlich erst zum Endgame freigeschaltet werden, weil es ja dann sonst ansonsten zu OP wäre. Auch kann man hier dann Fähigkeiten freischalten im Laufe der Zeit, wie man natürlich trainiert, hat man Levelaufstiege und kann die dann natürlich dann auch benutzen. Wenn man dann die Klassifizierung der Laufbahn dann wiederum ändert, muss man natürlich wieder von vorne beginnen, um sich dann wieder höher reinzuleveln. Ja, also das Ganze ist schon halt so ein tiefes System, ist nicht einfach so easy peasy und ihr seht schon, wenn ihr das jetzt zum Beispiel machen wollt oder wechseln wollt, dann müsste ich auch dafür bezahlen und dann könnt ihr natürlich, das ist immer mein Hauptvasalle, den könnte ich jetzt theoretisch auch nochmal ändern. Also würde ich jetzt in meiner Gruppe jetzt irgendwie sagen, okay, ich brauche jetzt doch eher vielleicht eine Magierin als eine Bogenschützin, habe ich das hier auch gleich parat. Also das ist auf jeden Fall auch schon mal wichtig zu wissen. Und natürlich mit Liebe dabei bleiben, nicht zu verpassen, der Vince Jordan Kanal. Wir verlosen immer noch Dragon's Dogma 2. Das gesamte Spiel, auch über MMORGA könnt ihr euch das natürlich kaufen, ist dann auch nochmal günstiger. Spart ihr mit dem Vince Jordan Code, Link ist unten in der Beschreibung. So, jetzt lass uns mal rausgehen. You fond of those eyes? Keep them to yourself. Ja, so, also du bist nicht mein Typ. Das kann ich nicht sagen. So, da vorne ist ein Goblin. Ja, also rasch da nicht so rein. Bereitet euch immer vor. Schaut, dass ihr Gegner und Truppen voneinander entfernt und Überblick behaltet. Jetzt sind zum Beispiel Vasallenbefehle, geht auch besser als beim Vorgänger. Ihr könnt jetzt zum Beispiel sagen, Stopp, Warte, Angriff und so weiter. Ja, ihr könnt dann natürlich sagen, je nach Situation, was der Vasalle dann in dem Fall machen soll, ob er bei euch bleiben soll, ob er näher rangehen soll, ob er heilen soll, ob er supporten soll. Also ihr könnt hier wirklich auch taktisch viel machen. Es ist jetzt auch nicht so schwierig, alles die Kämpfe wie bei einem Dark Souls oder so, das seht ihr jetzt auch gleich. Aber ihr solltet schon im richtigen Moment abschalten und auch schon steht der Gegner. Und no one can defend themselves with weapons like this. Und wichtig auch, die Gegner zu durchsuchen und auch alle Materialien auf jeden Fall mitnehmen, ja? Damit ihr das auch mal gesehen habt. Könnt ihr irgendwo Schätze finden? Es gibt nicht so diesen einen richtigen Weg, es gibt nicht so dieses Ubisoft 5000 Fragezeichen. Und eure Neugier kann belohnt werden, aber eure Neugier kann auch genauso bestraft werden, weil es könnte jetzt sein, ich gehe jetzt hier lang, ja, und dann kommt auf einmal ein riesiges Monster, das verfolgt mich, dann habe ich zum Beispiel die Möglichkeit, ins Dorf zu laufen, dann könnten die mitkämpfen, dann könnten die Dorfbewohner mich aber scheiße finden, das könnte auch passieren, es könnte aber auch sein, dass die jetzt zum Beispiel dann der Zusammenhalt besser wird und mich auf ein Fest einladen, also es gibt hier wirklich sehr viele Optionen, Variationen in diesem Spiel, und als Beispiel, ich würde jetzt eine Option ist natürlich auch wegzulaufen, aber würde ich jetzt weglaufen, könnte es zum Beispiel sein, dass ich ein anderes Monster dadurch dann nochmal anlocke und dann habe ich auf einmal zwei heftige Bosse am Arsch kleben. Das wäre natürlich auch nicht Sinn der Sache. Deswegen spielt am besten so, wie ihr euch im echten Leben verhalten werdet. Jetzt wird der ein oder andere Profi sagen, ja, ich würde da direkt rein, ja. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so macht oder gemanagt habt, würde mich mal auf jeden Fall interessieren. Wir schneiden das YouTube-Video natürlich gleich noch. Wir sind jeden Tag live auf Twitch. Schaut auf jeden Fall vorbei, wenn ihr sehen wollt, wie meine Reise weitergeht. Wir werden das natürlich sehr geduldig und easy spielen. Ja, ja, und der Chris sagt schon, alles zerfetzen. Und ist dann wahrscheinlich der Erste, der stirbt.
Die Vasallen zeigen euch auch dann zum Beispiel auf der Karte dann, wenn ihr irgendwas entdecken oder so, wenn irgendwo eine Kiste ist. Wir hatten das jetzt hier eben, da bin ich da einmal rumgelaufen, da war dann eine versteckte Kiste. Solche Sachen findet ihr natürlich auch. Ne? Die sagen euch das dann. Wenn da irgendwo eine Leiter oder sowas ist, sagen die euch Bescheid. Sehr, sehr geil. Hey, yo. Und sagt, scheiß Spiel. Das sind die richtigen. So, looten nicht vergessen. Ja, looten, looten. Und ja, da ist die Frage rechts oder links. Oder da ist die Frage. In traversing other worlds, I came to know of a treasure chest in this area. The chance you'd like to see it. Eventuell sehen? Ja, möchte ich. Da ist die Truhe, oder? Meinen Sie das? Öffnet sie die Truhe auch? Ist wie eine dumme Frau. Geh mal aus dem Weg da! Ja, ihr Süßen, worauf ihr auch auf jeden Fall achten solltet, ist so ein bisschen das Gewicht, ein bisschen managen. Wenn ihr jetzt nicht gerade den großen Überkoloss 2 Meter groß, 2 Meter breit spielt, der kann natürlich auch mehr tragen. Ist tatsächlich so, wenn ihr da eine kleine, süße, dünne Bogenschützen spielt oder was auch immer, einen kleinen Zwerg, der kann nicht so viel tragen. Achtet darauf, ihr könnt das Gewicht auch verteilen auf eure Vasallen. Wenn ihr zu überladen seid, könnt ihr nicht mehr sprinten, nicht mehr klettern, nicht mehr richtig kämpfen. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Auch zu diesen Lazarus-Steinen ist so eine Art Wiederbelebungsstein, die sich dann bei 3 Stück wieder zusammensetzen. Könnt ihr auch benutzen, um zum Beispiel auch Vasallen wieder zu beleben. Könnt ihr auch einsetzen, wie ihr wollt. Das solltet ihr auf jeden Fall auch einmal im Pedo haben. Ja, was ihr dann auch bekommen werdet, während ihr ein bisschen spielt, sind so Sachen, dass ihr bei NPCs auswählen könnt, Geschenke zu verschenken. Dabei sind die Geschenke individuell. Das heißt, der eine mag Blumen, der andere nicht, der andere mag Pralinen. Einfach mal so kurz aus der Luft gegriffen. Achtet darauf, ihr könnt diese einmal pro Tag natürlich verwenden, um dann sozusagen euer Verhältnis zu dem jeweiligen NPC zu steigern, um dann eventuell auch wieder neue Informationen zu bekommen und damit ihr euch netter gesinnt sind. Also das auf jeden Fall im Hinterkopf haben. Bei Frauen bringt man Blumen mit, meistens. Und nochmal ein kleines Geheimrätsel mit besonderen Belohnungen, vielleicht auch in anderen Spielen, wo ihr das kennt, so mit so Marken, so wie bei Harry Potter, Hogwarts Legacy und sowas, ist das hier mit diesen Suchermedaillons noch, also wer jetzt wirklich Sisyphus-Arbeit noch mehr erkunden will, noch mehr suchen will als alles andere, würde ich sagen, der Erste, der das schafft, mit Beweis bei mir im Discord, ja, kriegt von mir eine Überraschung, wer in den Discord kommt und als Erster alle Suchermedaillons vervollständigt hat, die gesamte Sammlung, kriegt nochmal eine Belohnung bei mir, bei uns im Discord. Wo wir dann gleich bei den Münzen sind, für den einen oder anderen Veteran, der jetzt Blut geleckt hat bei mir im Discord, ihr solltet bei der ersten Möglichkeit, kleiner Tipp, wo man das Lager aufschleiten kann, hatten wir schon als Tipp, solltet ihr die Augen offen halten, denn hier ist schon auch dann gleich wieder eine Münze, die wir dann sammeln können. Und man hätte sie fast übersehen können. Schöner Ausblick. Was ihr auch machen solltet, nehmen, wenn ihr einen Magier dabei habt, euch heilt und so weiter, ihr solltet immer auf eure Ausdauer und Proviant, auch wenn ihr größere Reisen, gerade längere Wege, da wir uns jetzt nicht mit Pferden oder so fortbewegen, ein Lager aufschlagen. Essentiell, man kennt es von diversen Spielen, aber auch hier, ein Lager ist wichtig. Genauso wie beim Gasthaus oder so, wenn man sich ausruhen will und auch speichern will. Wenn die Erschöpfung groß ist oder man mit Damen unterwegs ist und die auch einfach mal schlafen müssen. Auch Herren müssen schlafen, auch essen und trinken und so weiter. Könnt ihr alles im Lager machen. Deswegen, wenn ihr die Möglichkeit habt zu rasten, rastet, speichert das Spiel und bewährt euch wieder eure Gruppe, richtig da zu sein. Seid aber auf der Hut. Man kennt das vielleicht bei Baldur's Gate, ne? Da kann auch mal was schief gehen. Man kann mal in der Nacht überrumpelt werden, zärtlich geküsst werden oder auch ermorchelt. Solche Sachen sind möglich, je nachdem nach Storyverlauf, habt da auf jeden Fall immer ein offenes Auge. Ja, und der letzte Tipp von mir ist, ihr solltet auch schauen, dass ihr nicht nachts unbedingt unterwegs seid, denn wer Dragon's Dogma 1 kennt, ist die Nacht stockdunkel und neue Gegnertypen. Ist halt eher so ein kleiner Hardcore-Mode, die Gegner werden stärker, es lohnt sich für Loot, wenn ihr ein bisschen besser vorbereitet seid. Generell Vorbereitung ist das A und O in diesem Spiel. Wenn euch eure Begleiter Vasallen aber sagen, ey, du, ist es Nacht, solltet ihr vielleicht auch in die Richtung Dorf gehen und eventuell rasten, um dann nicht irgendwie in eine Falle zu geraten oder eine schwierige Situation, die ihr nicht handeln könnt. Mann, Mädels, jetzt lasst mich doch mal aussprechen. Ja, meine Lieben, ich hoffe, ich konnte euch schon mal am Anfang ein bisschen helfen. Tipps und Tricks zu dem Start zu Dragon's Dogma 2. Ich werde das Video auch gleich hochladen, damit ihr den perfekten Start habt. Nichts verpassen könnt. Wenn ihr mehr Guides, Videos sehen wollt, bleibt auf jeden Fall mit Liebe dabei. Kuss auf die Nuss. Ich bin es, euer Vince Jordan. Wir sehen uns auf Twitch.